Guten Tag, die Herrschaften. Schön, dass Sie wieder hier sind bei Konstrukten Simulator 2015. Bei mir Gast ist heute der Misskäfer. Guten Tag, ich habe eine Zuschauerfrage. Bitte, teilen Sie uns mit. Ist das wirklich alles so schwer, wie Sie das immer in den Videos zeigen? Ja, auf alle Fälle. Ist alles gestellt. Wird alles dreimal so schwer gemacht, aber es ist so schwer. Glauben Sie mir. Ich hasse es. Diese Aussage tätigen Sie bitte nicht im Fernsehen. Wir sind jetzt live. Ich weiß, dass ich live bin, aber ich tätige Sie trotzdem. Die Verzögerung betrifft ca. 25 Tage. Wir sind trotzdem live. Live. Na. Da. Sehr geehrte Zuschauer, Sie eingeschaltet haben hier bei Dr. Pfusch. Dieser Sendung für nichts nutze. Ich bin hier direkt richtig. Direkt den richtigen Sender aufgewählt. Oh Mami, kann ich da auch schauen? Mami, wenn ich mal groß bin, werde ich auch nichts nutzen. Schlechte Aussage. Gut, nichts nutzt, das sind gut. Keine Ahnung. Richtig drauf. Sind wir nichts zu gebrauchen. Aber wir alles zu haben. Also, ich bin. Also, wie geht's bei dir eigentlich voran? Ich schlepp ja gerade das große Ding ran. Ich war gerade mit der Drehbohrgerät. Achso, hast du schon. Oder Bohrdrehgerät. Je nachdem, ich war gerade ein Mobilkran zur Baustelle. Dann kannst du mein Drehbohrgerät abladen. Nee. Doch. Bin voll dafür, dass du das machst. Voll dafür. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Darüber wird nicht diskutiert. Wird einfach gemacht. Nee. Alter, das geht gar nicht. Nee. Mit der hat Glück gehabt, dass ich den jetzt nicht gerammelt habe. Nein. Ich habe keine Begleitung. Ich habe keine Begleitung. Ich bin ein allein. Ich habe auch keine Begleitung. Ganz alleine, ohne Begleitung. Das sind die voll unfair. Du hast eine Begleitung. Das ist neben dir, oder? Nein. Ist wieder im Zimmer. Warte mal, irgendwas passt da nicht. Ja, super! Was denn? Ich hab mein Drehbohrgerät verloren. Ist das soll ich nicht. Ja, wir sind nicht, die haben wir wahrscheinlich. Kann ich eigentlich hier reinfahren mit dem ganzen Zeugs? Eigentlich schon, oder? Ist ja oben die Fläche. Kann ich da weiterfahren? Nimmt er den Posten mit? Fahr einfach eiskalt hier rein mit dem ganzen Zeugs. Nein, geht nicht. Na super. Dann geht das Drehbohrgerät mal aufladen. Ist nur eingestellt. Ja, doch, dieser Typ ist nur frisch. Ich kam hier auch noch einer, wo ich 3 Folgen gebraucht habe, um ein paar dämliche Rohre zum Beispiel zu transportieren. Was mir gefällt, dass wir da eigentlich ein Windrohr aufstellen. Wir haben hier eine riesen Baufläche, sprich wir können komplett mit den ganzen Zwecken rein. Gratuliere. Trotzdem habe ich mein Drehbohrgerät verloren. Alter, und das Ding hier Auto, das ist. Ich weiß es ja selbst, der steht quer über die ganze Straße. Warum und deshalb ist ja auch nicht. Komm nicht durch die Absperrung, wo ein Loch ist. Das Ding hier Auto steht jetzt auch im Weg. Ist alles Fusch. Ich jetzt mal an. Hier drüben steht auch ein Auto. Hallo? Sie da! Hauen Sie gefälligst ab! Ja, jetzt habe ich auch. Ich fahre das einfach jetzt zusammen. Ich habe großen Gerät. Das weg geht das. Ja, geht. Wie Butter, ey. Ja, damit hier, du stehst im Weg, Fräulein. Also, das mit der Ladungssicherung, das funktioniert nicht ganz so. Will ich jetzt mal behaupten. Jetzt stellt sich da noch ein Auto hin. Einfach eiskalt. Ups. So, ja. Ich stelle mich jetzt hier ab. Jetzt kann der Kran das Ganze hier abladen. Super,
das wird jetzt dann was Neues. Kann ich noch bohren. Aber du musst wahrscheinlich nur einmal bohren. Ja. Ist ja eine. So, Farmer, komm. Oder muss ich dich jetzt nochmal neu befestigen? Nee, lösen. Das Geilste ist, wir stehen ja hier direkt neben der Autobahn. Sprich, ich kann jetzt dieses Gerät, egal wie das jetzt heißt, bin auf die Autobahn. Auf der Auto. Bei der Autobahn runter. Müsste ich jetzt wirklich mal machen. Ich stelle es jetzt einfach mal auf die Autobahn. Schau, was die Leute sagen. Wenn du dort ankommst, dann müssen wir die Sachen auch auf die Autobahn liefern. Ja, eigentlich wäre es die voll geile Idee. Wir liefern einfach auf die Autobahn. Na, jetzt echt mal. Keine Ahnung, die Baustelle ist direkt neben der Autobahn. Und letztendlich haben wir dann später noch einen größeren Kran und ich komme ja auch ran. Mein Kran ist ja auch Ewigkeiten lang. Müssen wir nicht lang Landstraße fahren? Eigentlich wäre es die übelst nice Idee. Du bist jetzt schon falsch gefahren. Mir doch egal. Was bin ich? Falsch gefahren. Nein. Auf die Autobahn zu fahren. Ja, was habe ich mit dem Drehbohrgerät auf der Autobahn? Abladen. Oh Gott. Die Autos haben sogar angehalten, wo sie gesehen haben, dass ich da irgendwas über der Autobahn schweben habe. Ja, Typ, bist ja falsch gefahren. Bescheid auf die Autobahn fahren. Also ich fahr dann auf die Autobahn, ich sag's dir. Du. Obwohl, ich müsste dann wieder Ewigkeiten umlenken. Ich glaube, ich bleib drauf. So, ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier irgendwo reinkomme. Die Autos stehen noch immer da, was ist denn da verkehrt? Das ist da einfach so ruhig. So, wir fahren einfach mal hier so hin. So hin, so. Weiter so. Drüben grün, hier blau. Alter. Hallo, steigen. Auto, weg da! Hey, der LKW rutscht. Der Freiheit. Warte. Weil, mir rutscht gar nichts. Nein! Was ist denn der Typ schon wieder? Ich höre nur immer sein Geschrei. Also ich sag euch, gestern war noch alles gut mit ihm. Ich denke mal, du bist bohren, gell? Hast gesagt, ja, gut. Nein. Ja, ich auch nicht, das geht nicht. Okay, dann fährst du mit dem Blauen und holst den Rest. Nein. Was musst du machen? Entweder du fährst für der Tieflader-Zugmaschine 3 und holst den Rest, oder du bohrst. Da war ich mit der Zugmaschine. Zugmaschine 3. Ja, und du Bohrgerät. Fahrzeug ist noch befestigt. Kannst du es bitte entfestigen? Nein, das geht nicht. Da muss ein anderer Tiefler reinstecken. Welche ist denn das? Ja, irgendein, ist egal. Oder LKW. Ein Bierkram. Einer steht schon da. Also Zugmaschine 3, ich sag's dir noch. Abkuppeln hat nicht funktioniert und jetzt ist Unfall gebaut. Das ist ein Unfall. Ein Unfall. Ist alles gut? Super! Das mit dem Reset-Hotel geklappt. Ich hab's extra nicht gemacht. Du resettest immer Fahrzeuge, siehst du? Das klappt schon. War das in dem Sinn? Ah. Wieso steht da jetzt der Walzenzug? Was hast du dir hingestellt? Was ist deine Rettungsoption, der Walzenzug? Nein. Rücksetzposition ist belegt. Da stand die Bild, das war das Problem. Boah, nicht der MP2. Ich wollte den am Hügel abladen. Damit er runterkippt. Ungefähr so. Ich bin mal mit dem Walzenzug mal oben gefahren. Das ist ja. Kann dort hinten ja auf dem Platz, da wo ich abgeladen bin. Was? Du wärst mal mit einer Straßensperrung. Ja, ich sehe es nicht schon gesperrt. Ich fahre mit dir trotzdem hoch. Ich wollte hier auf die Schräge und dann runterkippen lassen. Da hätte mir das abfahren, abdingeln ersparen. Ja, es wird, das wird, das wird, das wird. Was man damit
Was ist denn das? Ich bin eingestiegen. Ich kann nicht fahren, weil du drin sitzt. Du bist Hulk. Schon daran gedacht? Komm nicht weiter, da ist eine Höhe. Bin Hulk, ich stoppe das Fahrzeug. Gut, Leute, wie wir das in der nächsten Folge da beseitigen, das schauen wir uns dann an. Tschüss. Also, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.